Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch mein Flip-Through für den Monat Februar und mein Setup für den März, also da, wo ich das letzte Mal quasi aufgehört habe. Das war ja mein Februar, hier hat sich nicht viel verändert natürlich. Hier für meinen Tracker, der ist auch wieder ein bisschen abgeflaut, wie ihr hier sehen könnt, aber ich habe mein Bestes getan. Dann, das mit der TBR hat auch nicht wirklich funktioniert. Hier wollte ich ja noch aufschreiben, welche Bücher ich mir neu gekauft habe. Das habe ich aber aufgehört und in meinem Bücherinsert reingemacht, weil das mir hier einfach irgendwie zu wenig Platz war und ich wollte das lieber in meinem Bücherinsert haben. Dann ist hier meine erste Woche und hier hatte ich wieder eine Dutch Store, also wo ich hier so die Woche anschauen kann. Und innen drin hatte ich noch meinen Essensplan und für Instagram was zum Posten. Und hier sind eben meine Dailies, wie ihr seht. Hier geht es weiter mit der Woche von gerade eben. Und hier ist die nächste Woche, auch wieder mit meiner Dutch Store. Wenn die Woche fertig war, habe ich die immer einfach irgendwie wieder aufgemacht, damit ich halt mehr Platz habe hier drin. Ist dasselbe wie auch das letzte Mal schon. Ich habe auch, wie ihr hier sehen könnt, mein Header und so immer gleich gemacht, weil das hat mir sehr gut gefallen und das mache ich auch jetzt noch. Hier ist wieder noch von der Rest der Woche. Hier ist eine kleine Collection von mir, wo ich mir was aufgeschrieben habe. Hier ist nochmal eine Dutch Store. Hier habe ich wieder einen anderen Header ausprobiert, der hat mir aber nicht so gut gefallen, deswegen bin ich auch wieder zurück zu dem anderen. Ja, hier habe ich keinen Essensplan gemacht. Und hier ist meine neue Idee von einem Essensplan. Das habe ich nur kurz so gemacht. Mache ich jetzt aber auch nicht mehr. Dann die letzte Woche im Februar. Da habe ich keine Dutch Store mehr gemacht, weil ich den Essensplan abgeschafft habe und auch das mit Instagram, meine Planung quasi. Deswegen habe ich es jetzt wieder nur so auf einer Seite, aber vom Design her ist es noch dasselbe wie bei den anderen Wochen auch. Also ich habe hier oben mein To-Do oder manchmal habe ich es auch hier unten, wie auch immer. Habe hier die einzelnen Tage und hier oben noch, welche Videos ich in der Woche hochladen möchte. Und wie ihr seht, hier der Header ist der gleiche. Hier ist mein März. Diesmal hat er auch nicht ganz so funktioniert, wie ich das wollte. Nächsten Monat wird es wieder ein bisschen anders, weil ich was ausprobiert habe, das nicht ganz so geklappt hat. Und zwar war das hier mein Tracker. Ich habe nämlich hier meinen Monat und ich musste den irgendwie hier einschlagen und da einschlagen. Und das hat alles nicht so funktioniert. Deswegen ja, bin ich da nicht so ganz zufrieden, aber von meinem Tracker ist eigentlich alles noch genauso wie vorher, nur dass ich jetzt angefangen habe, so X reinzumachen, statt es auszumalen, weil ich da ganz coole Bilder gesehen habe, wie das halt nachher aussieht. Hier habe ich meine Videos, das werde ich beibehalten, so was ich wann filmen möchte. Meine TBR, die werde ich auch hier beibehalten, einfach um nochmal für mich immer zu sehen, was ich eigentlich lesen möchte. Und hier mein kleines To-Do, das werde ich auch beibehalten, aber diesen Monat hatte ich da jetzt nichts. Dann sind wir hier auch schon in der ersten Woche, wie ihr hier seht, ich habe es genauso beibehalten wie vorher. Dasselbe System mit meinen Headern für die Weeklies, für die Dailies, Entschuldigung, und hier meinem Weekly. Ja, hier geht es weiter, hier habe ich ein bisschen mehr geschrieben in der Woche, deswegen waren das vier ganze Seiten. Hier ist jetzt die aktuelle Woche, wie ihr sehen könnt. Und hier geht es auch schon ein bisschen weiter. Mal schauen, ob ich das hier alles noch auf die Woche drauf kriege. Aber ich habe eigentlich nicht mehr viel vor, deswegen müsste es funktionieren. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Ich werde wahrscheinlich auch für den März durch und dann für den nächsten Monat meine Weeklies und auch meine Header für die Dailies einfach so beibehalten, weil mir das recht gut gefällt. Aber wie gesagt, an meinem Monthly werde ich nochmal etwas ein bisschen verändern, weil mir das so, wie es jetzt ist, einfach nicht so ganz gefallen hat. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und mich abonniert. Und ja, das war's. Tschüss!